Wir befinden uns auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wittstock und Berlinchen und hier hat sich ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Ja, wie schon gemeldet, haben wir hier einen Verkehrsunfall. Das Lagebild war der Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, die augenscheinlich frontal zusammengestoßen sind. Im einen Fahrzeug waren drei Leichtverletzte, die aber schon das Fahrzeug verlassen hatten. Im anderen Fahrzeug war eine Person eingeklemmt, die durch die Feuerwehr gerettet werden musste. Diese Person ist schwer verletzt. Genau, aufgrund der schweren Verletzungen der eingeklemmten Person ist auch der Rettungshubschrauber hier hinzugezogen worden. Welche Maßnahmen da jetzt noch getroffen werden seitlich des Rettungsdienstes, kann ich jetzt noch nicht sagen. Momentan ist es so, dass die Patientin im Rettungswagen behandelt wird und dann sicherlich entschieden wird, ob sie boden- oder luftgebunden in die Klinik verbracht wird. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Es kommt immer aufs Verletztenbild an. Hier war es so, dass die Patientin erst durch die Rettungskräfte oder durch die Rettungswagenbesatzung und den Notarzt stabilisiert wurde und wir halt die Maßnahmen vorbereitet haben und anschließend haben wir dann mit hydraulischem Rettungsgerät die Person aus dem Fahrzeug befreit, indem wir Türen entfernt haben, das Dach entfernt haben und dann die Patientin und mit Unterstützung des Rettungsdienstes aus dem Fahrzeug herausgeholt haben. Wir sind jetzt im Prinzip damit beauftragt, hier die Einsatzstelle erstmal noch weiterhin abzusichern. Die ärztlichen Maßnahmen laufen ja noch und dann werden wir die ausgelaufenen Betriebsstoffe dort aufnehmen, sodass die Fahrbahn nachher irgendwann wieder befahrbar ist. Hier ist im Moment die Feuerwehr aus Wittstock im Einsatz. Wir sind derzeit mit 19 Einsatzkräften im Einsatz und 6 Fahrzeuge. Also auf dieser Straße haben sich auch in diesem Jahr schon mehrere, auch schwere Verkehrsunfälle ereignet. Ob man da vom Unfallschwerpunkt rechnen kann. Wir haben momentan wieder Sommerreiseverkehr und das ist halt die Straße, die zur Seenplatte führt, zur Mecklenburger Seenplatte von der Autobahn und ist halt im Sommer sehr hoch frequentiert. Und ja, speziell im Sommer haben wir hier schon ab und an eine Häufung von Unfällen. Ja, generell ist es natürlich immer so, dass man halt vorausschauend und vorsichtig fahren sollte. Gerade hier ist ein uneinsehbarer oder ein schwer einsehbarer Kurvenbereich und wenn man hier fremd ist, dann muss man halt seine Geschwindigkeit dementsprechend anpassen. Gerade jetzt, ich weiß nicht, wie die Sonne jetzt stand, ob die Sonne von vorn kam, ist schwierig einzuschätzen. Thank you.